Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play PlayerUnknown's Battlegrounds. Wieder im Koop mit Rizari. Wo gehen wir hin? Militärbase? Willst du direkt in die Militärbase? Ja, lass das doch machen. Okay. Wird lustig. Und? Aus. Brems. Gott, ich hatte einen kleinen Leck gerade. Ist aber nicht lecker. Weißt du was? Wir können ja in diese Satellitenhäuser reingehen da. Welche Satelliten? Da, wo die Satellitenschüsseln drauf sind, die großen. Moment mal, warte mal. Nee. Oder? Bist du? Ich bin direkt unter dir. Nein, lass wieder in die Russenbaracken reingehen. In die Russenbaracken? Ja, in diese. Oh Gott, hier sind noch Plattenbauten zwei. Da. Ja, ich sehe, die wollen da auch hin. Dann nehmen wir uns hier das allererste Dach. Das ist nicht so einfach, ey. Wie willst du das so mal. Wobei, da geht der auch hin. Dann nehmen wir uns das Dach. Ja, ich bin direkt bei der Waffe gelandet. Er schießt den da. Ich habe. Nein, scheiße, er hat die Waffe. Warum? Weil ich weggeleckt bin, so eine Scheiße. Lauf runter oder so. Was sagst du so leicht, ey? Fuck. Wenn ich jetzt eine Waffe finde. Ich versuch zu rennen. Versuch wegzurennen. Versuch ihn zu verwirren. Ich bin tot. Nein. Ja. Mann, das war eine halbe Sekunde. Ich bin nochmal weggeleckt. Ich stand direkt vor der scheiß Waffe. Ich war direkt an der Stelle, wo die Waffe lag. So ein Mist, ey. So eine Scheiße. Und dann bin ich weggeleckt von der Waffe. Ich bin wieder zurückgesappt worden. So ein scheiß Leck immer am Anfang. Warum kann denn das scheiß Spiel nicht mal flüssig laufen? Am Anfang direkt. Oh, da läuft einer. Jetzt gerade einer hier geschossen. Da links, links bei dir war einer langgelaufen. Ja, da, wo ich du weiß schon, der ist da hoch. Aua. Ich bin gar nicht da. Das ist meine Kabine. Eine Granate? Ah. Nein. Kann ich aus dem Fenster springen? Hilfe. Wo ist Kopfhörer hier? Hinter dir. Bam, bam. Ja, noch eine Runde, würde ich sagen. Das war die Aufwärmrunde. Ich würde sagen, hier. Okay. Also da. Also genau hier, dort, dort am besten, genau. Hier und dort. Und raus. Raus. Nee, da. Dann gehen wir nach da. Ja, das sieht doch gut aus, guck mal. Hast du eigentlich schon gehört, dass die an der neuen Map arbeiten? Echt? Oh, das wird lustig. Ich hänge. Ja, oh bei mir auch gerade. Ich hänge in der Luft. Eine neue Map im Wüstenstil. Oh. Das sieht so aus mit Kakteen und sowas. Mit Kaktussen, mit ganz Kaktus. Vielen. Stell mir das dann witzig vor, wenn die Schaden machen. Du bist mitten im Battle, willst zurückweichen, weil du da unten oh, wie bei Outlast 2. Läufst rückwärts in den Kaktus und stirbst einfach daran. Wie bei Outlast 2, da waren die Kaktussen auch meine Gegner. Warum habe ich denn jetzt wieder Damage? Ich sagte an einer Stelle noch, da ist wieder so eine Kaktusse und dann laufe ich da auch noch rein und krieg Schaden. Ich gehe ins Haus rein, sammel ein, was ich finde, will wieder zurück rausrennen, dann liegt da auf einmal nochmal Schmerzmittel. Schmerzmittel, ich jawohl. Gerade gespawnt ist. Hier ist ein Verband. Aufsätze. Waffen, wo sind die Waffen? Hier mach die Tür auf. Gerne. Schon wieder ein Verband. Ich habe lauter Verbände hier. Und ich habe eine Pistole. Ich habe einen Vierfachsucher und lauter Aufsätze. Und eine Splitthörergranate. Immerhin etwas. Naja, ich habe nur eine Pistole mit 15 Schuss, ey. Ich bin sowas von tot. Ach, diese Lags. Oh Gott. Ja gut, ist ja auch Asien, ne? Das darf man nicht vergessen. Stimmt, ja. Da ist es jetzt auch nicht überraschend, dass es am Anfang noch stärker laggt als ohnehin schon. Na, mal gucken, was hier so in den Räumen drin ist. Bäume? Lauter 9mm Munition ist hier.
Ist doch wahrscheinlich auch eine UMP oder eine Uzi. Nee, lauter Pistolen. Oh ja gut. Ein Auto in der Nähe. Ein Energy Drink, jawohl. Kommt hierher. Oder es fährt vorbei. Es fährt vorbei, Gott sei Dank. Ich bin gerade wieder rein und hab die Tür zugemacht. Mein Gott. Rucksack wäre jetzt nicht schlecht. Ich habe hier lauter Rucksäcke gefunden. Bisher. Echt? Ich komme zu dir, warte. Irgendeinem der Häuser hier bei mir ist auch wieder einer. Also irgendwie, es leckt irgendwie beim Laufen hier auch ganz schön krass irgendwie. Hier ist eine Schrotflinte. Ich komme. Ey, warte mal, ich brauch erstmal einen Rucksack. Wo war der jetzt? Ja, auch einer vielleicht? Nein, ach, wieso hat er jetzt wieder die Pistole weggelegt? Im Haus nebenan war auf jeden Fall ein Rucksack. Okay. Dann guck ich da mal rein. Wo denn da genau? In welchem Pisten da drüben? Da drüben wahrscheinlich. Ne? Ja, im Haus links. Also genau da ist auf jeden Fall einer. Ah ja, da. Nimm ihn! Kann ich hier nämlich bald nichts mehr mitnehmen. So warm hier gerade irgendwie, so heftig. Oh ja. Ich zerfließe hier gerade so ein bisschen. Hier drüben ist noch ein Helm. Ja, ein Helm, ich hole ihn mir. Ich will auch gleich mal was zu trinken holen, sonst dehydriere ich hier total. Oh, Schmerzmittel. Nice. Für die Pistole. Wir können eigentlich weitergehen, oder? Wir haben jetzt, glaube ich, jedes Haus durchsucht hier. Aber hier ist nichts mehr. Oder haben wir, oder fehlt noch eins? Nee, ich glaube, wir haben alles. Ja. Brauchst du irgendwie Aufsätze oder so? Nee. Ich hab ja nur die Schrotflinte und die Pistole. Ich hab sogar Muni für so eine AK oder eine M16, aber wenn wir keine finden. Ja. Müssen erstmal gute Waffen finden. Ich hab halt die Munition schon mal aufgehoben. Ich hab einen Stufe 2 Rucksack. Hab auch einen Vierfach-Scope, also. Da hinten wäre ein Auto gewesen. Links hinter uns. Egal. Shadow flog hinaus, die Kompetenz schwand ab. Ab da, der Bär starb am laufenden Band und auch wenn Spielbärs Festplatte machte langsam schlapp, hielt Ritzi ihn weiter auf Trab. Die Asiaten wollten verarbeiten den Bär zu Leis, zu gebrannten, aber um nicht so zu enden, floh der Bär, sie landen und landen. Drüben ist schon offen, ne? Ich hab jetzt die Erst durch Els ersetzt. Ja, lass mal da hinrennen. Die Türen sind offen da. Ja, lass mal da hinrennen. Sicher? Okay. Ja, warum nicht? Also wer auch immer da schon gelootet hat, ist bestimmt eh schon weg. Oder auch nicht. Bam, bam. Haben die auf dich geschossen? Die schießen auf wen anders, oder? Die sind eine VSS. Die sind im Haus gegenüber, glaube ich. Willst du eine VSS haben? Ja. Nehme. Oh, war das eine Flash? War, glaube ich, eine Flashbang. Ich weiß nicht, hast du den Blitz gesehen? Ich habe den Blitz gesehen.
nichts gesehen. Ich geh mal hoch. Also wenn, würde ich sagen, sind sie im Haus direkt gegenüber. In dem roten großen. Da kam auch die Flashbang her. Frage ist jetzt... Ich höre, glaube ich, auch ein Auto. Ist noch Money für die VSS oben? Ich komme. 9 mm. Sehr gut. So auch. Ich habe, glaube ich, gerade eine Tür gehört. Warst du das? Ja, ich war das. Wollt ihr nochmal irgendwie rausgucken? Ich glaube ja, die sind gegenüber. Und wenn wir auf die Wiese da hochlaufen würden, an den Berg hoch, dann würden sie uns unter Feuer nehmen. Wir hatten, glaube ich, echt Glück, dass wir gerade von der anderen Seite kamen. Die Frage, bleiben wir hier erstmal oder? Weiß nicht. Theoretisch sollten wir schauen, dass wir vielleicht noch was Besseres looten können. Dann sollten wir das tun. Gehen wir einfach hier hinten runter. Ich freue mich schon auf Herbie Wars. Ja, ich freue mich auch schon. Ja. Herbie. Am Samstag geht's los. Da rocken wir dann wieder Ragnarok. Wir rocken Ragnarok auch gut. Ragnarok. Ja, Motorrad. Wir können auch den Buggy da hinten nehmen. Da ist gerade ein Auto reingefahren, nach vorne rechts. Oh shit, dann fahr lieber weg. Dann fahren wir woanders. Oder ein Pferd ist. Ist hier offen? Ist hier offen? Ja, da, ja, hier oder? Ist offen. Ja. Hier ist auch offen. Rennt einer. Ins Geld, ja, ich habe ihn gesehen. Gemacht. Steht da noch. Ui, ui, ui. Schießt auf uns. Da, das war knapp, ey. Kommt nichts hier noch zu. Was zum... War das ein Wheelie gerade nach vorne? Alter, scheiße. Das war voll geplant. Hier sind so, ganz, ne, viele Verbände noch. Ich habe schon 25 Stück. Ja, ich nehme noch ein paar dabei. Oh, man kann die genug Verbände haben, glaube ich. Zum Wickeln. Warte mal, hier drüben könnte noch was sein. Wickel. Nee. Ist nix. Weiter. Oh, warte. Zweimal gedrückt. Das hat uns voll zurückgeschubst. Und wie der Reiters flog auch, der Splitter da, der eine. Es müsste dann so weit fliegen, dann einer am Kopf treffen und ihn töten. Hier ist auch. Lattenkill. Ich überleg grad, wo wir hin könnten. Oh, das klang gerade ganz kurz so, als wenn das Motorrad, als wenn da noch eins wäre. Boah. Fährst du gerade mit Nitro? Nee, ohne. Ich kann ja mal machen hier so. Wow. Jetzt kommen gleich wieder die hinterlistigen Bodenwellen. Da sind übrigens die Türen offen. Verdammt.
höre ein Auto, glaube ich. Oder? Nächstes Motorrad. Siehst du irgendwas Nützliches? Ich weiß es nicht, nee. Rechts liegt Akamoni. Brauchen wir die? Wir haben noch keine, leider. Ich nehme sie mal mit. Wer weiß, wann man sie brauchen kann. Da hinten ist ein Helm Stufe 2. Stimmt, wir brauchen auch Panzerung und sowas. Sonst? Ich guck mal da oben hin noch. Mhm. Außen ist auch noch mal ein Helm Stufe 2. Sichel wäre ja... Nee, sonst ist hier nichts mehr. Eine AK wäre jetzt so schön. Helmstufe 2 hier auf dem Tisch. Sehr gut, ich komme. Und dann ist hier auch wieder nichts mehr. Auch mit Benzin? Weiß ach, nicht. Nee, ich habe nicht gerade den Benzinkanister oben gesehen. Mit drauf? Ja, Auto? Motorrad. Kommt zu uns, oder? Bitte nicht hier rein. Und so, als wären wir nicht da. Ja, ich fahr einfach mal. Wo sind sie? Wir sind doch hier irgendwo in der Nähe langsamer geworden. Bodenwelle. Boah, bei mir hakt das auch gerade ganz krass, das Spiel. Ja, bei mir ist es auch irgendwie laggy. Ja, Asia-Server halt, ne? Naja. Vielleicht ist das bei den Asiaten noch schlimmer und wir lecken da die ganze Zeit hin und her und deswegen treffen die uns nicht. Das ist wahrscheinlich das Gute an den Asia-Server. Ja, wahrscheinlich. Noch irgendwie alles zu, habe ich das Gefühl. Ja, stimmt. Werfen wir doch mal einen Blick rein. Einen Erdenste-Hilfe-Koffer. Beifachvisier. Ich kann die zwar tragen. Das hier, ach, die Armbrust. Ich habe schon ein Zweifachvisier. Brauche ich halt eine Waffe doch dafür. Ich nehme es mal mit. Noch ein Red Bull? Ich hab schon einen. Ich hab zwei. Was ist hier noch drin? Rucksack Stufe 2 immerhin. Nicht schlecht. Noch ein Rucksack Stufe 2. Hast du schon Rucksack Stufe 2? Ja, hab ich schon. Okay, dann ist hier nichts mehr sonst. Und los! Was sagt eigentlich Shadowplay, wenn die Festplatte zum Aufnehmen voll ist? Ich weiß nicht, ob das überhaupt etwas sagt. Weil der grüne Punkt leuchtet noch, aber so langsam wird es ein bisschen verdächtig. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist echt die letzte Runde, die noch geht. Danach ist die Festplatte wirklich bis zum Anschlag voll, glaube ich. Entweder er hört einfach auf, aufzunehmen, oder er sagt dir, dass er aufhört, aufzunehmen, oder er macht irgendwie eine andere Warnung. Nein! Den Schatten stellen. Der Ring braucht noch ein bisschen, bis er zu uns war. Wenn die Festplatte voll ist, wird direkt zur NSA hochgeladen. Ja, genau. Die hebt das dann für mich auf und schickt mir das dann zu per Post. Wo sind wir eigentlich? Wir sind ja voll zentral. Wollen wir uns hier verschanzen einfach?
Mit dem Motorrad vor der Tür direkt. Das merkt niemand. Wir könnten uns hier verbarrikadieren. Noch mal schnell schauen, ob es vielleicht irgendwo eine gescheite Waffe gibt. Ja. Jetzt irgendwo noch eine AK finden würden oder ein M16, das wäre gut. Ein Vierfachsuch. Den habe ich auch. Jetzt fehlt die Waffe. Ja, scheiße. Nicht. Nix. Welches Haus schanzen wir uns denn? Gehen wir lieber in das Große hier oder? Ins Große, oder? Da ja, ist irgendwie. Weil hier ist alles so offen. Da ist alles offen. Ach, ich lasse das Motorrad da hinten stehen als Ablenkung. Okay. Ey! Oh, Verzeihung. Wie er die Tür nicht zumacht. Jetzt. Meiner Waffe ist ja ein Vierfach-Zoom. Ich kann zumindest ein bisschen den Berg da gegenüber ein bisschen beobachten. Und die Häuser auch, die da drüben sind. Oh, der Loot kommt in der Stadt direkt runter. Spielbereich verkleinert sich in 30 Sekunden. Wir sind noch in der Zone. Wahrscheinlich bei der nächsten Verkleinerung. Also es wird auf jeden Fall in die Stadt irgendwo reingehen. Wir könnten natürlich, wenn wir jetzt ganz krass sind, bei der nächsten Verkleinerung schon mal versuchen, in die Stadt zu laufen und uns da ein gutes Haus zu suchen, wo wir einfach noch campen. Ja. Ich hab nicht mal genug Kondition, richtig. Ich habe eine Uzi und eine Schrotflinte. Das ist irgendwie alles scheiß. Auto? Ganz leise hören. Würde es mich freuen, wenn die herkommen. Dass wir die abknallen und dann ja, den Loot genau, kriegen? Ja, genau. Und dann können wir die Waffen. Eigentlich voll schön. Das war nah. Achtung, nicht von mir, von unserer Mathelehrerin, die über einen ganzen Klasse zusagenden vielseitigen Humor verfügt. Was heißt Leistenbruch auf Chinesisch? Knicki, knacki, nah bei Saki. Oh Gott. Die Mathelehrerin, ey, die hat's voll drauf. Das war eiskalt berechnend. Oh, da fährt ein Auto hinten. Ich sehe sie. Ich sehe sie aussteigen, direkt in meinem Sichtfeld. Ich will aber nicht schießen jetzt. Die laufen zu dem gelben Haus direkt gegenüber da. Da, wo das Autowrack ist davor. Warte mal, das ist auf Richtung 15, das Haus. Wenn ich aus dem Fenster gucke, direkt das. Jetzt kommt er raus. Jetzt kommt er raus. Er schießt. Er hat geschossen. Auf irgendwas in der Stadt hat er geschossen. Jetzt kommt der andere Typ. Wir müssen noch in die Stadt rein. Warte mal, der guckt in meine Richtung. Der hat mich, glaube ich, gesehen hier drin, ohne Witz. Oder? Warte mal. Hat er mich gesehen? Nee. Wir laufen zum Haus, zum Auto. Wir laufen am Auto vorbei. Oh, wir müssen auch laufen. Scheiße. Ja. Wollen wir los? Ja, wir sollten jetzt schon los, glaube ich. Aber wollen wir mit dem Motorrad oder laufen? Schnell mit dem Motorrad irgendwo hinten. Aber dann versuch rechts dich eher zu halten und nicht da an diesen gelben Häusern da in die Nähe fahren. Weil da laufen die nämlich gerade rum, die laufen da nach links. Fahr eher südöstlich und nicht, genau. Genau, eher so hier lang. Was zum? Wow, wow, wow. Das war geplant. Mhm. So. Alles normal. Normal.
Es geht echt in die Stadt schon gesehen. Oh, ho, ho, ho! Boden. Das war eine Boden. Das war eine von diesen berüchtigten Bohnen. Lass schnell in das kleine Haus da reinlaufen, da warten. In das kleine Haus? Ja. Wahnsinnig. Aber da guck mal, da ist gleich ein Motorrad daneben. Dann sind wir zumindest schon mal in der Zone. Ich bin fast bis zum gelben Haus hier vorne rennen oder so. Okay, dann los. Aber da sehen sie uns dann halt wieder so schnell. Alter, die Schüsse sind voll nah. Mhm. Da gibt's auch eine Smoke da hinten. Da geht eine Smoke an. Gott. Lass bloß schnell in das gelbe Haus hier rein, ey. Sind hier wahrscheinlich schon ein paar Leute drin. Bestimmt sind da Leute. Klopf, klopf. Helmstufe 2. Ja, warte. Falls deiner beschädigt ist oder so. Lass mal hochgehen direkt. Meine Pfanne. Schmerztabletten. Ich hab keinen Platz. Tür geht auf. Das will ich gerade. Du warst das. Ja. Hier wird, glaube ich, nicht gelootet in dem Haus. Ich behalte die Treppe im Auge. Wenn man sich hier in die Ecke setzt, kann auch keiner durch die Fenster einwegsnipen. Könnte das Scope höchstens auf meine... Oh Gott, habe ich mich erschrocken, als du von rechts kamst gerade. Oh, das Haus gegenüber. Ja, deswegen hocke ich nämlich schon hier hinten. Lass einfach hocken bleiben. Ich kann aber nicht sehen, von wo er schießt. Nein, ich wollte doch einen Energy Drink nehmen. Ach, scheiße. Wir müssen raus. Wir sind nicht, okay, in der Zone. Ja. Gut. Ich wäre doch mal in dem Häuschen nach vorne gefliegen. Oh nein, Helm von unten. Lalalala. Besser. Hey, hier sind wir in der Zone. Guck mal. Echt? Ja, stimmt. Warte, lass hier bleiben. Nur nicht durchs Fenster erschießen lassen. Kleben einfach an der Tür so. Ja. Kann man mich hier durch dieses... Nee, kann man nicht. Sind wir wirklich in der Zone hier, ja? Ja, es werden zumindest keine Strichelchen angezeigt rechts unten. Stimmt. Wir sind echt in der Zone, ganz knapp noch. Das Spielbereich verkleinert sich in einer Minute. Gott, wir sind echt eine der Letzten. Ich glaube, besser als in der Runde wird es heute auch nicht mehr laufen, ohne Witz. Mhm. Die Runde mit Shadow war schon cool. Ja. Shadow? Ach du Scheiße. Ich will irgendeine der Waffen haben, mit denen die schießen. Mann. Ja, wir müssen ja nur besser schießen als die. Ich muss auf deine Seite kommen, weil wenn die Wand kommt, muss ich sonst hier durch die Wand. Ja, wenn die Wand kommt, musst du durch die Wand. Ja. Ich hab die Tür im Blick. Der Schritte da rechts. Wo du hinguckst. Okay. Hausschritte oder draußen Schritte? Draußen. Okay. War nicht vorbeigelaufen. Ich hab's, glaube ich, auch gehört gerade. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt einige durch die Wand sterben. Hoffentlich. Boah, wir haben ja echt die Lackposition schlechthin. Aber scheiß Waffen. Ja, die egal. Waffen sind jetzt knutschen, guck mal. Boah. Boah. Sag doch, das reicht noch. Alter, okay. Da sind welche gestorben außerhalb der Zone. Das habe ich mir fast gedacht. Allerdings auch raus, das gefällt mir nicht. Ja gut, lass wirklich warten, vielleicht bis 30 Sekunden. Nein, warte, bleib doch stehen. Bleib doch noch hier drin.
Wir können doch warten bis 30 Sekunden, bevor die Wand kommt. Lass die erstmal draußen sich abschießen, bevor wir irgendwo hinrennen. Guck mal, wie sie fallen da. Guck mal. Okay, lass bei 40 Sekunden rausgehen. Wir müssen ja nur ein kleines Stück laufen. Ja, und aber denk die Mauer dran, nebenan, ist noch im Weg, ne? Denk vor allem auch dran, nebenan im Haus sind auch noch Leute, ne? Da vorne läuft einer. Da siehst du, wenn du da rausguckst. Bei dem kleinen Häuschen da an den Kisten vorne, da hat er sich hingelegt. Okay, da wo wir rein wollten vorhin. Er kriecht jetzt da entlang. Am Boden. Okay. Wir sollten hier langsam. Wir müssen jetzt raus. Könnten ihn umbringen von hinten. Ja, dann. Da vorne tun wir liegt er. Siehst du ihn da? Bei 210 etwa rechts von der. Wow! Von der Hütte. Aua! Ich wollte noch dahin rennen. Sechster, immerhin, Sechster. Top 10. Ich glaube, besser wird das in der Runde auch nicht heute. Ohne Witz. Wir haben es jetzt 21.21 Uhr, Schnapszahl. Sehr gut. Ja. Dann ist das an der Stelle jetzt zu Ende der Spaß, glaube ich. Aber ich sag mal so, am Asia-Server kann man sich echt ein bisschen vormerken. Da sind die Leute nicht ganz so krass drauf.